Und die Raupen machen aber echt gut Schaden. Kommt ihr, Kinder? Mann, wieso haben wir immer daneben? So ist gut. So, wir könnten mal eine kleine Heilung gebrauchen, wa? Gut, schön trainieren, das tut auch immer gut. Na komm, schön. Schön hinlegen. So, umhauen hier. Jawohl. Autsch. Ja, nur nicht raufhauen hier. 183. Jesus Christ. Na, hier geht's auch wieder nicht weiter. Dann tippe ich einfach mal darauf, dass es hier weitergeht. So ein paar Schilder wären cool. Einfach nur mal, damit man wüsste, wo man hin muss. Kanone zurzeit außer Betrieb. Kanoni. Ja, super. So viel zu dem Typen. Hier ist er da, wenn man ihn braucht. Todos erreicht Level 21. Yay. 21. Hauen wir diese blöde Raupe um? Jawohl. Hupsala. Die machen aber auch guten Schaden hier, diese dummen Krabben. Aber meine Mädels und ich, wir auch. So, was haben wir hier? Da geht es jetzt nicht weiter unbedingt. Aua. Schaden, wohin das Auge reicht. Aber wir gehen hier dran vorbei. Komm, 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 komm doch. Ihr seid so dumme Begleitung. Komm, haut sie auch um, denn wenigstens. Na, also geht doch. Hier ist eine Höhle. Sind wir da schon rein in die Höhle? Hier ist wieder diese Kanoni-Station. Also ist die Antwort wohl ja. Rinn in die Höhle. Was sind das denn für Viecher? Oh nein, nicht diese Terrorigel. Also kommt da noch Blitzschlag. Ja, komm, heilst du uns jetzt mal? Mist. Ja. Oh, der Controller ist alle. Das ist ja eine dumme... Das ist ja ein dummer Zeitpunkt, dass der Controller leer ist. Ach Mensch. So, mal kurz hier angeschlossen. So, machst du jetzt noch mit? Ja. Das ist aber nett. So.
Und jetzt halt sie uns nochmal alle. Zack. Ja, das ist doch schon viel besser. Das werden wir hier nie überleben, ey. Das sind viel zu viele Verrückte auf einen Haufen. Komm, schön raufhauen. So. So noch du blöder Typ hier. Das sind immer noch die beiden Igel. Also die Igel sind richtig unangenehme Kauze. Schön. So, müssen wir mal kurz wechseln hier in sie, weil sie kann diese Dinger platt machen. So. Dann changen wir wieder auf unserem... Wo sind wir denn? Seid ihr Freund oder Feind? Wieder zurück, wieder zurück. Nicht wieder mit den Anlegen, da habe ich keine Lust drauf. So, also was seid ihr hier für Viecher? Hallo? Sag mal. Das klappte ja wunderbar. Ihr redet nicht mit jedem. Gut. Ich hasse Pizza mit Pilzen. Verstehe ich gar nicht. Soll was zu sagen? Er kam Pilz. Pilzsprache bedeutet, ich liebe dich. Ah ja. Ist klar. Er kam Pilz. Hast du mal eine Mark? Ach so, ich dachte, das heißt, ich liebe dich. Seid aber seltsame Pilze. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Okay. Was hast du zu sagen? Vergesst nicht einzukaufen. Und du? Willkommen im Pilzpalast. Hier wohnt unser König. Stimmt ein Fliegenpilz, wa? König Pfifferling. Ja, okay. Doch, kein Fliegenpilz, ist ein Pfifferling. So, Kumpel, was hast du denn so Tolles zu kaufen? Ja, zeig mal her. Ja, die können alle tragen. Pfauenjacke können auch alle tragen. Wir kaufen mal, wir haben es ja. Oh, schauen wir mal, was wir jetzt hier für einen Quatsch gekauft haben. Noch etwas? Nö. Nö, sagte ich. Nö. So, schauen wir mal kurz. Kleidung, 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 Kleidung. So, also da haben wir das gekauft. Ja, das lohnt sich ja schon mal. Moment. Kleidung. Und wir haben ja noch was gekauft. Nämlich das hier. Auch das ist besser. Gut. Jetzt wechseln wir auf die alte. Und sagen auch Kleidung. So und... Ach ja, dies hat sie ja auch noch. Müssen wir nochmal wechseln. Kleidung. Ja, das hast du ja auch noch. So, zack. So, das hast du angezogen. Das fehlt noch. So, und jetzt Mi auch noch. Das und diesen richtig schönen Anzug hier. Und das. Ich würde sagen, der Vollständigkeit halber gehen wir den anderen jetzt auch nochmal wieder verkaufen, weil wie sieht denn das sonst aus, wenn das ganze Metall vollgemüllt ist mit doofen Sachen? Wie kann ich euch helfen? Verkaufen bitte. So, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Und das brauchen wir nicht mehr. Nein, andersrum. Das brauchen wir nicht mehr.
Und das nicht. Und aber auch das nicht. Und die nicht. So, neu ausgerüstet, das ist schön. Wir haben das Neueste vom Neuesten. Noch etwas? Nö. Danke, hast uns sehr geholfen. Auf Wiedersehen. So, ich speichere mal kurz. König Pfifferling kann euch sicher helfen. Na, schauen wir mal, ob König Pfifferling uns helfen kann. Hey, Birdie ist ja auch da. Der ist auch überall, ne? Birdie hat mir schon von euch berichtet. Mhm. Der König ist da drin. Holt euch erst die Erlaubnis des Königs. Mal gucken. Oh, hier ist ein Schlafplatz. Na, so. Eine Nacht kostet 50, willst du bleiben? Ja, will ich. Oh, speichern wir mal. Da mir meine Stimme so langsam versagt, da ich ja auch schon davor wieder Sleeping Dogs aufgenommen habe, würde ich sagen, das ist ein richtig guter, cooler Zeitpunkt, um hier eine Pause zu machen. Also, bis zur nächsten Folge von Secret of Mana. Bye bye, meine lieben Freunde.